Sturzflug und willkommen zurück zu Staffel 9. Oh, du hast bisher gut gelandet. Echt nicht schlecht. Bist du mir etwa gefolgt? Nein. So. Wir waren in der letzten Folge in der Aberration-Höhle. Wir haben Honig gesucht und sind mit vollen Taschen allen anderen zurückgekommen. Außer, oh Gott, außer Honig. Außer Honig. Ja. Boah, es sind zwei, wie heißen sie? Zwei Reaper, das ist gar nicht gut hier. Dann spring und hau ab. Ich bin schon weg. Und jetzt sehen wir mal den Managams, wenn man da reingeht. Weil da kann man wenigstens auch in die kleinsten Ecken rein. Wollen schneller. Ja, wenn er dann mal auch sauer hat hier, der Herr Biatch. Ist das eine der oder die? Müsste eigentlich ein die sein, ne, für Biatch? Ne, ist glaube ich ein der. Ne, ist ein Herr. Die. Ein Herr, der, du da. Die, du das. Wo ist denn jetzt der? Der, die, das. Wieso? Der, die, das. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Siehste? Oh, der Leck. Oh Gott. Ja, ja. Aber bist du auch schon drin? Ja. Wo bist denn du? Beim umgekippten Ark noch. Hä? Umgekippter Ark? Bist du schon drin oder draußen, meine ich? Drin, da unten. Schon so schnell? Ja, klar. Krass, ich bin gerade erst reingekommen. Ich stehe unten auf dem Eisenzeugs hier, bei dem umgekippten Ark. Maus? Maus ist einfach gerade eingefroren. So, ich bin jetzt einfach unten. Oh Gott. Ich bin gerade... Ach, ich wollte das nicht. Ich bin gerade auf Dings gelandet, auf den ganzen Fischen, die hier unten im Wasser waren. Voll gemanscht, alle tot. Ich sehe dich. Hallo. Hier ist ein Parasaurus. Ich sehe gerade, dass ich gar keine Spitzhacke dabei habe, warum auch immer. Wo ist meine Spitzhacke hin? Ach komm, Kompi, seid ruhig. Eigentlich hatte ich dir eine verbesserte Spitzhacke gegeben. Richtig, die ist nicht da. Okay. Doof. Das war ein 116er Gacha. Ach, lecko mio. Und 104er Raptor. Gut, dass du so getötet hast, bevor du es gesehen hast. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, die Honigteile, die spawnen ja nicht auf der gleichen Stelle, ne? Das ist auch immer so random, glaube ich, ne? Ja, ist random. Stamina. Ach komm, wir werden jetzt gleich Honig finden. Ich rieche den Honig schon förmlich. Also ich habe bisher Honig nur an Wänden gefunden. Also so auf dem Boden habe ich bisher noch nicht gesehen. Ach so, übrigens an die Bäume können wir auch gucken. Ein Kano. Das Aberration-Gebiet ist übrigens ohne Lichtpartikel. Hast du das schon mal bemerkt? Ja. Das ist echt schade, aber das ist weniger performancefressend wie bei Aberration das Original. Ja, ich erinnere mich dran. Das ist ja doch großer Horror, ey. Extinction ist wieso für mich das DLC, was am besten läuft. Extinction, okay. Extinction, ja. Das Beste. Läuft einfach ganz, ganz flüssig, perfekt. Oh, es ist natürlich... Ich war vor kurzem mal wieder auf der Island. Und jetzt zwischendurch auch noch auf... Hülle. Was ist das für eine Höhle? Dexilein? Höhle oder ist das ein Durchgang vielleicht nur? Nee, das sieht nach Höhle aus. Mit einer Explorer-Not davor. Dann sag mal, wo du bist. Warte, ich gebe dir Koordinat-Test. Ach du Scheiße. Du willst mir wirklich Koordinaten geben in der Aberration-Höhle? Ja, du brauchst doch bloß da hingehen. Also so ziemlich 12,38. Also oben im rechten Quadrat. 12,38? Hm? Oh Gott, wo bist du? Das dritte Kästchen ist das. Krass, da bist du ja einen Kilometer weit weg. So mit einem Managam unterwegs, easy peasy. Ja. Das könnte aber wirklich die Höhle sein, die du brauchst für den Titan, oder? Das weiß ich nicht, kann sein, ja. Ich weiß jetzt nicht, welche... Ich weiß es nicht, ich war da noch nie drin. Ich habe alle gemacht, ich müsste das noch sehen. Ich habe einen Bienenstock gefunden. Und ein Klau erst Honig. Ja, ich habe aber Angst.
Siehst du, such was anderes, dann findest du was. Oh, das hängt so doof. Nein, habe ich mir schon gedacht, dass ich runterfalle. Ja, noch bin ich nicht runtergefallen. Oh, hey, bist du denn? Sekunde. Dexten, du. Ja, aua. Die haben mich. Muss man mal eine Gramm hin? Hallo? Muss man mal eine Gramm hin? Oh, der versucht anzugreifen, der Pfosten. Dann passiv pfeifen. T gedrückt halten. Ja, Sekunde, ich gehe ganz kurz unter Wasser. Oh ne, ist okay. Die haben mich alleine gelassen. Sterben nach einer Weile, wenn sie zu weit vom Nest weg sind. Mhm. Das heißt aber, das ist eine Bienenkönigin. Und schon wieder ein 116er Raptor. Warum? Wie ich sie hasse, diese monogame Shit ist hier. Oh, jetzt habe ich schon wieder keine Blume dabei. Oh Mann. Scheiße. Soll ich nochmal zurückfliegen und welche holen? Nee. Du, ich bin da recht schnell mit dem Monogam. Hab ich nicht gerade passiv. Ich hab doch gerade passiv gepfiffen, sag mal. So, jetzt aber. Watschel. Wie viel Honig habe ich gesammelt? 5. Dann ist immer 5. 5. Boah, wie ein Abmounten, ne? Sind wir Dexilein? Achso, sorry, du wolltest wissen, wo ich bin, ne? Ich bin bei 30-20 ungefähr. Eher 29, 21. Du bist ja ein ganz schönes Stück weg. Sag ich ja, aber da habe ich einen Bienenstock gefunden. Ja, Bienenstock, Bienendings, Bums. Bist du denn jetzt noch auf dem Weg zu mir oder willst du weitersuchen? Noch mache ich die Bienen kaputt. Die Bienen, das Honig nehme ich raus. Geht aber erst nach 10 Minuten oder so wieder, ne? Ich habe zweimal gesammelt, jetzt direkt hintereinander. Okay. Das dürfte eigentlich nicht funktionieren. Ich bin zwar jetzt gleich tot, aber hey. Ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Aua, 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 aua. Aua. Oh mein Gott. Puh. Ich habe noch genau wie viel Leben? Gerade 25 wieder, ich hätte bestimmt ungefähr nur noch 10 oder sowas. Hm. Junge, aber es hat geklappt, ich habe wieder was gesammelt. Aber das wundert mich jetzt wirklich auch, weil normalerweise geht das nicht. Nee. Das so wenigstens 6 Minuten, glaube ich, cool. Dann ist das bestimmt hier auf dem Server vielleicht so eingestellt oder ist das vielleicht geändert worden. Ich hab jetzt 15 Honig. 30, 25 hast du gesagt, ne? 30, 20. Ja, 30, 20. Im Wasser, da wo die Riesenwurzel ist. Alter Verwalter, die machen aber Schaden, ne? Ohne Ende. So. So. Irgendwo muss das so sein. Da! Ach, da stehst du. Ich guck nach oben und du bist neben mir. Da ist es. Guck, da ist es. Das ist ein Bienenhonig, Tatsache. Willst du mal hin? Ich kann gerade nicht mehr hin, weil ich bin bei einem Biss tot, bei einem Stich tot. Ne, du musst aber am besten noch da oben gehen, dann kannst du... Ne, du musst sowieso runterspringen, du kannst nämlich nicht aufsatteln, weil der sattelt dich sofort runter. Ich helfe dir so vielleicht ein bisschen. Anziehen. Ja, die kommen ja sowieso raus, sobald du rangehst. Gerda Honey, 13 Minuten. Ich krieg kein Honig. Ehrlich? Ja, bei mir steht Gerda Honey, 13 Minuten Cooldown. Ich hab jetzt zweimal genommen, dreimal genommen, ich hab jetzt 15. Schon. Ach doch, jetzt.
verstehe nicht. Aber wie leben, ja, Leben haben die hier? Ich habe noch keinen. Ich habe noch keinen getötet hier. Jetzt gehen sie auf dich. Ja, ich hab's bemerkt. Nee, auf meinen Drachen. Oh, das hat wehgetan. Runtergesprungen, meinst du? Ja, ich bin runtergefallen. Das ist Scheißstelle für Honig. Ja, die ist echt erstmal doof. Und zweitens, kriegst du das mal auf die Fresse von denen. Die machen echt mega viel Schaden, ey. Aber ich habe jetzt gerade nur einmal einen getötet, oder glaube ich zwei nur getötet. Das ist echt krass. Ich glaube, wenn sie einmal aggressiv sind, haben die, glaube ich, irgendwie so einen Kampfmodus. Weil, ja. Weil die, ich habe die nicht töten können. Jetzt habe ich das. Guck mal, sobald die keinen Kampf mehr haben, kannst du sie töten. Ich kann leider noch nicht mehr hin, sonst bin ich gleich tot. Wie sieht es bei dir aus mit dem Leben aus? Hälfte, weil ich ja halt runtergefallen bin. Achso, du hast auch Schaden bekommen, ja. Ich krieg so langsam Leben zurück. Doch einfach. Hm? Ist doch einfach was. Also Futter, Essen, Fleisch. Was machst du denn da? Doch von ein paar Bienen nicht anpfeifen hier. Denkst du, ich will da dauernd wieder runterfallen? Ach so. Du brauchst jetzt gerade eine Treppe hoch oder was? Jo. Ach so. Schlau, die Akuma schlau ist sie. Ach so, die gibt's ja so nicht. Was brauchst du? Ich wollte gerade Rampen bauen, aber dann ist mir aufgefallen, den Stein gibt's dir ja nicht. Ja. Finde ich total doof übrigens. Ändert das Ark-Entwickler? Nee. Ach, hier wird überhaupt nichts mehr geändert. Wenn du mal was sehen möchtest, wo die Entwickler sich endlich mal ein bisschen verwirklichen konnten, dann musst du Atlas spielen. Da brauchst du nämlich zum Beispiel eine Schräge, ne? Und dann kannst du nämlich in dieser Schräge noch einstellen, wie du es diese Schräge gerne hättest. Schräge als Rampe, Schräge als Dach, Schräge mit Loch, Schräge als Dreieck, Schräge als... Ist egal was, du kannst einstellen, wie du möchtest. Okay. Und da brauchst du nicht nämlich 2000 Sachen erlernen, sondern du erlernst nämlich nur eine Schräge. Und dann kannst du sie einstellen, wie du sie gerne haben möchtest. Hier brauchst du ja Schräge. Hier ist zum Beispiel, du hast jetzt eine Wand hier. Und die Wand kannst du... Du erlernst nur eine Wand und dann kannst du aus der Wand machen, Wand ist Fenster, Wand ist Wand, Wand ist halbe Wand, Wand ist Dreieck, ist alles voll cool. Das ist, also das Bausystem bei Atlas ist göttlich. Und du brauchst natürlich genauso wie bei Ark, genau das gleiche. Nur eben einfacher gelöst. Achso, folgst mir ja noch. Was willst du noch machen? Hier noch ein paar... Ich brauche noch was, weil ich kann die Roofs nicht ansetzen, also die Dächer sozusagen. Mhm. Weil, ja, keine Schrägen halt richtig da sind. Also mache ich jetzt noch zwei Wände. Dann noch eine Foundation-Glück. Oder vielleicht kriege ich es auch so hin, was ich da gerade plane. Das ist alles nur für ein Bienennest, ne? Und jetzt bestimmt beim nächsten Mal Honig nehmen, ist es leer und ist weg. Ja. Ganz sicher. Liegt hier eigentlich in Deutschland immer noch Schnee? Ja und nein. Okay. Also immer noch arschkalt. Ja, bei uns ist weggetaut.
Also immer noch arschkalt, ja? Jo. Er hat Arsch gesagt. Wirklich. Ich glaube, währenddessen du da... Achso, nee, die Bienen greifen ja dich auch an jetzt, wenn ich jetzt da rumfummele. A little bit. Plan B machen. Achtung, ich gehe mal ganz kurz Bienen klauen. Ja, ja, mach das. Sag mal, ich hab doch gedrückt und ich laufe die ganze Zeit immer los und dabei. Au, 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 au. Ja, die Kampfmusik. Au, 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 au. Haha, leg dich nicht mit Commander an, du. Da schweben aber noch welche vor dem Nest. Da in Angriffsbereitschaft. Nie? Hey, lass mich doch in Ruhe. Was hab ich denn euch getan? Böse Bühne. Tot. Okay. Ich bin gekillt. Meinem hellblauen Speer einfach nicht gewachsen. Alter, du verwirklichst dich aber auch gerade hier in dem Bau, ne? Mann, du blöde Biene, lass mich bauen! So, das hast du jetzt. Machst du, Holzbretter... Aua! Was, Holzbretter? Tot, ne? Ja, ja. Ups. Nein, mir fehlt was. Mir fehlen Steine schon wieder. Komm hier. Kannst alles haben. Guck mal hier. Hab ich für dich. Nicht mich beißen. Ich bin recht tot, Mensch. Wartet gefälligst ab, ihr blöden Viecher. Sag mal, wo kommen die denn immer alle raus? Aus welchen Löchern hier? Na, von oben noch immer. Das dürfen sie aber nicht. Du, danach fragen sie dich aber nicht. Das ist ja wohl wahr. Was machst du denn da? Lass mich. Währenddessen du das machst, ich suche mal so lange währenddessen noch mal ein weiteres. Ich bin gleich durch. Bienennest. Wie gesagt, ich bin gleich durch. Mach jetzt die letzten und dann bin ich durch. Hoffe ich, dass es die letzten reichen. Ach, guck mal, ist durch. Ja, schon immer gewesen. Schön aus. Muss man ein Foto von machen. Dann geht das wieder los. Ja, ich habe eine schöne Wand gefunden mit dem Bärenkristall dran. Die ganze Wand sieht voll schön aus. Voll die Riesenstelle auch. Voll hell hier. Ist das nicht die Stelle, wo hier... Ach, das ist die Stelle, wo der Titanenkampf ist. Darf man eigentlich hier bauen? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Wäre ja unfair, wenn man hier bauen würde und dann plötzlich kommt jetzt beschwören irgendwelche Idioten den Titan und alle stehen in deiner Base, der Titan plötzlich. Ja, macht sich gut, ne? Der nimmt ja einfach alles auseinander. Oh. Kommst du denn da hin? Nee, noch nicht. Reicht noch nicht. Weißt du, muss noch eine Schräge. Oh, ist ja kein Problem. Wenn man jetzt heutzutage Paulchenpanther, einen rosaroten Panther zeigen würde den Jugendlichen von heute. Wissen sie nicht, was das ist. Nee, die würden sagen, so ein Scheiß habt ihr damals geguckt?
Das war damals toll. Das fand ich voll damals, das fand ich ultra gut. Wenn ich mir das jetzt mal angucke, dann denke ich mir auch mal, wow, ist ja schon langsam das Ganze. Also nicht, ist nicht dumm, aber es ist einfach langsam das Ganze. Es ist so keine richtige, weißt du, jetzt heutzutage, ich sage jetzt einfach mal Dragon Ball oder sowas, ist ja richtig Action drin. Ist immer irgendwas geknallt und geschossen und geworfen und was oder irgendwas gezähmt und irgendwie was. Was gezähmt? Ja, Pokémon meine ich hier, so muss ja auch hier zähmen oder sowas, ne? Die kannst du auch züchten. Ja, oder so. Siehst du? Und wenn du dann, bin ich auch Experte drin. Und wenn du mal überlegst, der rosa-rote Panther? Ja, das war meine. Das ist ja schon. Schon ein hartes Stück ist das. Ach, du bist ja. Hast du es jetzt endlich? Ja, warte, Dieter muss noch hin. Ja. Geht's? Jetzt guck mal. Dann hol mal. Ich schieße auf die. Jetzt geht's wieder nicht. Jetzt steht bei mir 3 Minuten, muss ich warten. Muss ich ein bisschen bewegen mit dem. Hallo Bienennest. Nee, geht nicht. Ach ja, geht gerade. Ich häng fest. Hängst du fest? Jetzt nicht mehr. Achtung! Geht wieder? Hilfe! Schießen! Da kommt noch was. Jetzt nichts mehr. Boah, ich bin fast tot wieder. Guck mal in deinen Drachen rein. Ich leg dir da mal ein bisschen Fleisch rein. Ja, vielleicht habe ich noch genug. Oh komm, Honig haben wir jetzt. Frisst der Honig auf? Der Malagam? Nee, eigentlich nicht. Gut, eigentlich dann lege ich das mal hier rein. Gut, dann sammeln wir das bei dir mal. 24 also Stück. Man braucht 2 Stück pro Kuchen. Pro Kuchen, ja. Ah! Oh Gott, da kommen richtig viele. Ach so. Mir ist da wieder Wartezeit. Nee, du musst hochspringen. Erst links, hoch und dann rechts rüber. Achtung. Hey, Eisen. Vereisen. Vereise ich die? Schieße ich die tot? Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Nee, du schießt sie tot. Okay, ich kriege nämlich keine Anzeige, ganz komischerweise. Da sind noch welche über dem Nest, mach die mal tot. Jetzt kriege ich die Anzeige. Ja, davor habe ich sie wahrscheinlich getötet. Ist immer noch mehr über dem Nest. Okay, ich gehe wieder hoch. Warte, ich setze mich drauf. Jo! Ich auch ein bisschen besser bauen können. Nö, ist auch gut. Passt. Nein! Nein! Ich nehme es mir trotzdem. Nein, ich kenne da gar nichts. Aua, Biene Maya. Irgendwas hat mich noch angegriffen, komischerweise. Ich habe aber nichts gesehen. Ich habe die ganze Zeit Schaden bekommen. Vielleicht war noch einer beim Bienennest. Okay, du musst jetzt wieder hoch. Hau ab! Nein, der scheiß gerade. Auf die Scheißnummer, da gab ein blödes Ding. Komm da gerade nicht hoch. Ach, jetzt reicht's. Ich sag jetzt nicht. Achso, das geht auch. Ich wollte gerade sagen, du nimmst die Climbing Picks. Was ist denn das jetzt hier für eine Hitbox?
Die sieht cool. Du musst einfach, spring einfach auf die andere Seite, da geht es ein bisschen besser auf der anderen Ach, Seite. jetzt habe ich's. Geht's? Der Nee, Kampf. hier. Achtung. Wo bist du? Ich sehe gerade nichts. Ist da noch irgendwas? Ich sehe nichts. Ah ja, da kommen noch mehr. Ich sehe nur Eis hier bei mir. Vorsicht. Krass, ey, man sieht die gar nicht mehr. Irgendwie sind die bei mir auch gar nicht tot auf dem Boden. Aber weißt du, Dex, wir sind doch total doof, ne? Warum? Hab doch eine Eule bei. Wegen Heilung meinst du ja, das ist ja. Okay, ja. Oh. Ist überbewertet. Also ich bin jetzt Hälfte Leben wieder runter. Brauchst du Heilung? Immer. Oh, endlich voll. Achtung, Biene, unter dir. Ich bin eingefroren gewesen, konnte gerade nicht. Ich sehe sie nicht. Jetzt auch nicht mehr. Ah, die müssen wir mal auf passiv stellen, sonst greift die gleich mit an. So. Bist du auf meiner... Nee, der ist so weit oben. Der folgt dir noch. Folgt Lass dir mal entfolgen. Ja, jetzt habe ich ihn gerade entpfiffen. So, jetzt... Aua, 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 aua. Ich sehe nichts mehr. Sie greifen an. Wir sind tot. Sie ist halt alles nur weiß, ne? Mhm, aber es ist, ich habe jetzt gerade coole Fotos gerade gemacht. Die fehlt mir noch in meiner Sammlung, ja? So geht das. Der wollte mich angreifen. Ich habe das genau gesehen. Vorsicht, Biene hinter dir, Dex. Ich weiß nicht wo, aber... Über dir war sie gerade. Sie hat dich direkt angegriffen. Doch sehr schön, dass die meinen Managaben da total ignorieren, die Bienen, ne? Die immer für Geräusche von sich geben, ey. Ja, ist okay. Geh weg. Der weiße Qualm ist schon echt heftig. Man sieht überhaupt nichts. Jetzt echt. Aua. Oh! Tut mir leid, es tut mir leid. Ich wollte es nicht. Dex hat mich gezwungen. Wüp, wüp. Hängt da an dem Dings fest. Die backt. Die Biene. Biene backt total. Jetzt. Doch nicht. Muss einfach hingehen und da kommt immer mehr raus. Muss einfach mal hingehen, einfach Honig nehmen und dann wieder runterspringen. Ja, konnte ich gerade nicht, das war das Problem. Aber hier ist eine backende Biene. Spring mal auf die andere Seite. Höp. Ah, wirklich? Oh, jetzt kann ich wieder von hier versuchen, glaube ich. Ah, nun komm schon. Das ist mir jetzt aber zu nah. Du hängst so drin fest, ne? Ja. Also ich gehe mal, komm mal ganz nah, dann steigst du auf. Kannst du drauf, also kannst du darauf zugreifen? Nee, musst höher. So hoch. Der springt natürlich direkt mal über den ganzen Berg hier, ey. Kann aber Honig nehmen. Jetzt? Nee. Jetzt könnte ich als Passagier. Pass auf, das mache ich jetzt auch. War vorher? Oh, ich bin runtergefallen. Hm, das hat gut geklappt. So nicht. Warte mal, ich gehe mal zur Eule, muss mich heilen.
Leben verloren gerade. Hast du auch? Hm? Heilung? Nee, brauche ich nicht. Oh, abgemountet haben sie mich. Alter Schwede, wo kommen denn jetzt hier alle her? Alter, die mounten mich die ganze Zeit ab. Hast du keine Waffe bei? Eine Handwaffe? Was wie ein Speer oder ein Schwert? Nee. Alles überbewertet. Ich gehe mal ganz kurz weg. Wie viel Bucky gerade irgendwie die Stelle, ne? Dass man sie mal die ganze sammeln kann, steht bei mir 10 Minuten gerade. Ah ja. Wenn du den richtigen Winkel hast und die richtige Seite, dann funktioniert's. Jetzt geht's gerade gar nicht mehr. Dann probier die andere Seite. Hat bei mir auf meiner Seite gerade auch nicht funktioniert. Jetzt geht's wieder. Au, 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 au. Steh dich nicht. Tot. Ich bin voll im Eissturm. Okay, ich glaube, wir. Es reicht, jetzt haben wir 60 ungefähr. Oder? Wir haben wir denn? 60, ja. Ja. Ich würde sagen, ich mach nochmal und dann haben wir ab. Wa? Ich kann auch nochmal machen. Oh, nein. Aber warte. Hilfe! Wow, wie sie zurückfliegt. Ihr falsch mit der Biene. Das ist keine Original-Maya. Das ist nur so ein China-Produkt bestimmt. Speer macht aber auch einen Schaden. Du hast doch das Lieder oder bestimmt oder sowas, ne? Hellblau. Hellblau. Noch schlimmer. Das ist der Speer des Teufels. Und der Hölle. Hab ich vielleicht Bienen? Blumen? Fuck. Wie eine Biene. Wie eine Bienenzähm. Bienenzähm finde ich immer prickelchen. Das ist immer so bockschwer. Man kann nicht sagen, wir zählen heute eine Biene. Wir gehen da hin und zählen die einfach. Das ist, man weiß nicht, das ist immer so ein 50-50-Teil. Ne? Manchmal fliegt die einfach weg und du kannst dagegen nichts tun. Soll ich dir Blümchen holen? Nee. Ich will es nicht machen. Also ich krieg gerade keinen Honig. Na komm, dann lassen wir es sein. Pack dir mit Grapefruit ein, dann gehen wir. Wir haben noch genug. Ich gehe jetzt noch einmal hin. Pack die noch einmal Grapefruit und dann. Hopp, hopp. Bin drauf. Ja, ich versuche gerade eine Stelle zu finden. Also, ich habe gerade keine mehr gefunden. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Ich habe meinen Honig ausgelutscht. Man trifft übrigens mit dem Managam-Eisstrahl das Bienennest selber nicht. Komisch, ne? Hm. Weil das ja Eis ist, müsste ja eigentlich sehr helfen. Na, andere Seite? Geht gerade nichts mehr. Hast du eigentlich Textur an? Nee. Brauche ich ja Element für. Hätte ich zwar, aber will ich nicht dafür ausgeben. Für Bienen sammeln nicht. Ach komm schon, noch einmal will ich jetzt. Jetzt stehe ich schon einmal hier, jetzt will ich es auch noch einmal machen. Ich wollte jetzt. Hast du noch ein paar Waffen da? Nee, leider nicht. Also okay. Ich habe nur meine Dings. Naja, ich könnte dir eine Fackel geben. Also meine Fackel ist auch eine Todesfackel. Okay, pass auf, wir machen Folgendes jetzt. Da wir jetzt nichts mehr machen können, ich will den Bienenstock trotzdem killen. Ich stelle mich jetzt hier hin, schieße und du machst mir mal ganz kurz die Fliegen weg. Bienen weg. Achso, na doch so, was habe ich auch bei, aber ich habe keine Munition dafür. Und ich glaube, das dauert auch ewig. Also ich habe einen hellblauen, der macht 330 Schaden. Ja, okay, dann mach. Dann stelle ich mich hier an und hau die Bienen dann weg. Du kannst mit Managam machen. Nein. Das ist einfacher. Das letzte Mal gucke ich jetzt nochmal nach. Doch, bei Roller. Was ist denn das für ein Bug? Wenn der funktioniert ja gar nicht, der Bug. So. Oh, nur 108. Warum aber? Oh, ich habe gerade das Tier getroffen. Warum 108?
Feuerpfeilen machst du daran sehr viel Schaden. Nee, mit 108er mache ich nichts heute. Lass mal, hör mal auf. Ich gehe mal mit meinem Speer ran. Er geht jedenfalls schneller. Wie fährst du? 129 nur, aber ich schlag jetzt schneller zu. Muss mir halt bloß die kleinen Bienen vom Leib halten. Gleich bei 1,5. Halte ich die Bienen gut vom Leib? Jo. 600 noch. 500, 400. 300. 100. Ist sie drin? Da ist keine Ahnung. Das ist sie gewesen. Da ist sie drin. Ja, die fliegt. Das sind mehrere. Das sind mehrere übereinander. Richtig, deswegen konnten wir auch zweimal zupacken. Ich glaube, das sind zusammengebackt ganz viele. Genau, weil da fliegt nämlich eine. Und die hätten wir super zähmen können, weißt du, weil die festgebackt ist. Verdammt, okay. Soll ich dir doch ein paar Dings holen? Da hängt sie. Aua. Vorsicht. Hab ich kein Schwert dabei? Hab ich auch weggetan. Die spuckt ja jetzt natürlich immer mehr wieder aus, ne? Naja. Aber gerade scheinbar nicht. Das ist eine schöne sogar, ne? Ich geh die Blumen holen, komm. Machen wir so. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Genau hier, an dieser Stelle. Bis denn. Bis denn.